4. Mose 23, Vers 19. Bedeutet jetzt dieser Vers, dass das Evangelium gefälscht wurde, so wie es die Muslime immer gerne behaupten? Denn hier steht ja drin, Gott ist nicht ein Mensch. Das Evangelium behauptet aber, Gott wurde Mensch. Nun, wollen wir mal diesen Vers im Kontext betrachten. Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind, das mir etwas gereuen würde. Was er gesagt hat, sollte er es nicht tun. Was er geredet hat, sollte er es nicht ausführen. Nun, überlesen steht dieser Vers nicht im Widerspruch zum Evangelium. Denn der Vers sagt aus, dass Gott nicht das sündige Wesen des Menschen teilt. Er ist die absolute Wahrheit und er ist immer Wahrheit. Genauso wie Jesus Christus, der in Johannes 14, Vers 6 sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Der Herr segne euch und behüte euch und bewahre euch.